Yeah! So. Wo ist hier das Fragezeichen? Da. Ich liebe Fragezeichen auch in Spielen. Bergen immer was Geheimnisvolles. Hier wollte ich gar nicht hin. Nein, 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 nein. Da ist Wasser. So, ja. Ja, doch besser als ich dachte. Man kann ja mal, ne? Ein bisschen skeptisch sein. Ah, guck mal an. Was ist denn hier? Exotisch. Exofahrzeug Minenlaser erforderlich? Ist nicht das, was wir brauchen? Nein, warte mal. Ne! Ist nicht das, was wir brauchen? Detrium? Oder Detrinum? Wow, 10. Bei so einem Riesenklotz kriegen wir gerade mal 10. Brauchen wir Detrinum? Ich nehme das alles mal mit jetzt hier. Mal gucken. Was wir haben, haben wir. Wenn ich gedacht, wir hier, Alter, was für neue Sachen es gibt hier. An Ressourcen. Oder ich weiß nicht, ob die vorher schon drin waren, aber anscheinend. Würde ich sagen? Okay, nehme ich mit. Oh, Alter, guck mal. Einfach mal hier den Regenwald abholzen. Zack, 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 zack. Zack, haben wir einfach mal alles mit dabei. So. Was ist denn das Blaue da hinten? Was ist das? Einfach mal gar nichts. Ist auch okay. Kann man mal machen. Du hast nichts gesehen. Gag ansehen hat sie verbessert. Das ist schon mal super. Und wir haben einen Hanithaufen? Hanithaufen. Was? Tausche einen Hanithaufen in der Raumstation gegen Baupläne. Achso, das ist die Währung. Ach ja. Davon habe ich gelesen. Das ist irgendwie so eine neue Währung, die man hier findet. Damit kann man dann, handeln dann. Da braucht man nicht nur Units, sondern auch Hanithaufen. Ich würde auch so gerne so einen Weltraumkreuzer haben, aber das wird, glaube ich, bei mir so ewig dauern, bis ich das habe. So, wir müssen das scannen, ne? Wenn wir einmal dabei sind. Warte, na. Prozipo ist, denke ich mal, das, was wir eigentlich schon immer kennen. Ja. So. Ich frage mich, wofür sie überhaupt eine Upe eingebaut haben. Weil man wird hier eh nie auf jemanden treffen. Ah, der Scanner lädt noch auf, okay. Lala. Schnuggi, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Hallöchen. Uah. Auto müde, Auto kaputt. Uah. Oh, ernsthaft? Das gibt's doch gar nicht. So. Warte. Scanner lädt auf. Ich schau mal eben, ob wir. Ich glaube, der gleiche wie ich. Hauen wir einfach mal hin. Mal gucken. Juhu!
perzen hier die ganze Zeit mit dem Auto hier durch die Gegend. Hallo, ich bin hier. Nimm mich mit, bitte. Kann man die angreifen? Das wäre noch cool. Boah, wäre das geil, wenn es Open World Multiplayer wäre. Alter. Boah, das wäre so geil. Riesige Open World Multiplayer Action. Wo du immer drauf gebieft sein muss, ob vielleicht doch ein menschlicher Spieler mit auf dem Planeten wohnt und lebt. Und du nicht genau weißt, ob du sicher bist oder nicht. Boah, das wäre so cool. Das wäre so mega. Wenn das gehen würde. Wenn sie das noch einfügen würden. Überleg mal, wenn du wirklich auf so einem riesigen Planeten wärst, so wie jetzt hier im Spiel, ne, und dann auf einmal so, keine Ahnung, 100 Spieler hier drauf wären. Du es aber nicht weißt. Oh, Treibstoff ist alle. Muss tanken. Du es aber nicht weißt. Und dann irgendwann plötzlich auf einmal so eine... Du fährst hier so hin, so, ne, auf einmal siehst du so, hier so eine Basis oder so, ne, du steigst so aus, so guckst so, ne, guckst du, Basis, ne, die Basis heißt so, keine Ahnung, XYZ, was aber wirklich von Spieler ist, denkst du, Raumschiff, Fahrzeug, denkst du, ich bin gar nicht alleine auf diesem Planeten, what the fuck, das wäre so geil, das wäre voll mega, wäre das, hier war ich schon, das wäre so geil, unverweigerlich fährst du weiter, ne, zur nächsten Basis auf einmal bist du angegriffen, weil da einer ist oder so, weil er Angst hat vor dir. Boah, das wäre so geil. Das wäre so ein Traum. Flexi, das neue No Man's Sky Update ist mega gut. Ja, ich weiß, es ist voll geil, es macht so viel Spaß. Nur ich komme momentan nicht voran, weil ich jede Menge Ressourcen noch brauche und suche. Aber es macht so viel Spaß. Ich habe 2 Fahrzeuge, habe ich schon. Ich will das dritte noch haben, diesen riesen LKW oder das Ding da. Juhu! Das Spiel macht so viel... Es hat so viel Mehrwert jetzt allein schon durch die Fahrzeuge und durch dieses Bauen und alles. Yeah! Geronimo! Oh Gott, das ist da hinten. Okay, die Physik lässt sich drüber streiten, aber egal. Bei den prozeduralen generierten Welten, glaube ich, wird meine Physik auch durchdrehen. Hey! Plutonium! Wir waren sogar zu schnell für Plutonium. Es hat nachgeladen. Man hat es gesehen gerade. So. Hallo? Und ich lande immer wieder in so einer Felsspalte. Ich will gar nicht wissen, wie weit weg wir schon sind von unserer Heimatbasis. Ich will es gar nicht wissen. Yay! Yeah! Juhu! So. Alter, nein, 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 nein! Oh. Ernsthaft. Schnarch. Waffenladung aufgebraucht. Ja, laden wir doch direkt mal nach. Multiwerkzeug. Haben wir genug gesammelt. Na, gucken wir mal, ob das reicht. Soll, was? Sollen mal Multiplayer machen? Ja. Das ist ja geil. Hallo? Das gehen würde, das wäre voll mega. Gott sei Dank. Das wäre voll cool. Jeder so ein Fahrzeug oder so überleben. Du fährst mit deiner Crew hier so mit vielen Leuten so. Hast dich so vereint so mit ein paar Leuten auf dem Planeten. Ey, und dann kannst du andere angreifen, wenn du Lust hast. Das wäre so geil. Ernsthaft? Das ist so ein Scherz, oder? Warum muss ich mal ausgerechnet am Grand Canyon von diesem scheiß Planeten langfahren? Mann.
Hui. Muss irgendwie außen rumfahren. Da liebe ich, da muss ich ganz ehrlich sagen, da liebe ich doch wirklich Astroneer. Das habe ich mal gespielt. Das ist so cool gemacht. Fahre ich jetzt darüber? Traue ich mich oder traue ich mich nicht? Nee, ich traue mich lieber nicht. Weil da kann man sogar komplett generieren. Boden und so und sowas alles. Komm, ich probier's. Ja, das war's. Ach, der fährt sogar unter Wasser. Ach, wie cool. Wusste ich gar nicht. Ist man auch wieder ein bisschen schlauer. Astroneer ist so ein geiles Spiel. Aber leider läuft das nicht so gut auf meinem Rechner. Nur zusehen, dass ich dieses Jahr einen Rechner bekomme. Einen vernünftigen. So. Oh, ist genau das, was ich gedacht habe. Umsonst hier runtergefahren. Ernsthaft? Hallo? Warte. Just a moment. Wenn wir schon hier sind, nehmen wir doch wenigstens Plutonium mit. Obwohl ich eigentlich gar nicht Plutonium mitnehmen wollte, denn wir sind ja für was anderes hier. Komm, wir drehen um und reisen wieder zurück. Wie weit ist es denn weg von uns jetzt? 7 Minuten! Ich meine 7 Minuten. Hey! Ja, Astroneer ist gut. Ja, stimmt. Was? Ich lade mal nach. Was? Ich lade mal nach. Dass E.T. noch nach Hause telefoniert. Ja, stimmt. E.T. nach Hause telefonieren. Aber schade, dass man mit dem Fahrzeug keine Böden wegsprengen kann und so. Dass man da sich durchgraben kann. Das wäre noch geil. Uah. Nein, nein, du bist fast oben. Nein, what the fuck? Ja! Da müssen wir lang. Oh, warte mal. Oh, warte, 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 warte. Da sehe ich was. Ja, das... Hallo? Ich sehe nichts. Das nehme ich mit. Ich hoffe, das lohnt sich auch. Dass so lange dauert. Wow, 10. Ich kann die Waffe aber mal aufladen, den Minenlaser. Und die Bordkanone. Und weiter geht's. Boah, bald ein Auto banieren. Vor allem Astroneer ist so geil. Du musst für Strom sorgen. Du musst für Sauerstoff sorgen. Das ist so cool gemacht. Aber gut, viele haben natürlich auch jetzt die Initiative ergriffen von den Entwicklern, ne? Wir haben gesehen, No Man's Sky. Hm, was fehlt No Man's Sky? Wir machen mal unser eigenes Weltraumspiel, was so ähnlich ist, nur viel besser wie die. War natürlich einfach, ne? Aber trotzdem ist es ein geiles und niedliches Game. Oh nein. Ernsthaft? Ich laufe gleich nach Hause. Was ist denn da? Eine Brutstätte? Apropos Brutstätte. Horizon Zero Dawn. Das Fahrzeug kann doch nicht schwimmen. Oder? Ernsthaft? Nein, das Fahrzeug kann doch nicht schwimmen. Alter, ich dachte schon. Nein! Doch, kann doch schwimmen. Okay. Juhu. Ich dachte schon, uhaha, jetzt ist alles vorbei, wir müssen laufen. Uah, ich bin so ein faules Schwein im Spiel. Ja! Aber wie fand das macht? Einfach hier so lang zu brettern. Nein. Ich weiß, da ist ein Plutoniumklumpen gerade rechts gewesen, aber das juckt mich gerade nicht. Ich würde gerne wieder zu meiner Basis kommen. Hier waren wir schon, ne? Oder? Nee, warte mal. Hier waren wir noch gar nicht. Nehmen wir mit. Lalalala. 15. Und sonst so? Wie immer, ne? Oh, da ist nochmal. Guck mal hier.
Was exotisch ist, nehme ich mit. Was wir haben, haben wir. Vielleicht brauchen wir es ja irgendwann nochmal. Aber dieses Chrysogarzin oder wie das heißt, das haben wir immer noch nicht, ne? Fürs Glas. Ich muss gleich nochmal gucken in unser Inventar, was wir dafür brauchen. Warte mal. Da, Glas. Kurizagen. Ich habe keine Ahnung, wo man es findet. Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber, warte mal, was ich gerade sehe. Ernsthaft? Ich brauche einen fucking Überbrückungsschip dafür. Können wir herstellen. Machen wir mal eben. Bevor ich jetzt fahre, fliege nach Hause, geht schneller. So. Hallo? Ja! Ach, guck mal, da hinten schon unsere Base. Das hätten wir noch alles so fahren müssen. Das Fahrzeug ist jetzt nicht so das Schnellste, muss ich sagen. Aber es macht trotzdem jede Menge Spaß. Ja, lande mal nicht frei. Deine Mama ist nicht frei. Entschuldigung. Hast du Silent schon mal gezockt? Wäre was für dich. Nee, habe ich nur im Let's Play mal gesehen. Aber sieht ganz cool aus, ja. Wo ist denn das Fahrzeug hin, wo wir geparkt haben? So, jetzt mal gucken. Also, da ist es. Jetzt kann ich das andere Fahrzeug rufen hier, ne? Hallo. Wofür brauchen wir denn jetzt dieses Zeug? Müssen wir irgendwas bauen? Müssen wir irgendwas herstellen? Ne, für ihn müssen wir irgendwas finden, ne? War das nicht so? Ich hoffe, das war das, was wir brauchten. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Detritum haben wir nicht, ne? Was haben wir denn da gesammelt? Was war denn das? Doch, haben wir doch. Warte mal. Das ist im Fahrzeug. Moment. Haben wir doch, oder nicht? Hallo? Natürlich haben wir übertragen. Wo ist es jetzt hin? Natürlich. Haben wir doch gesammelt. So. Hat sich doch gelohnt, also. Die Reise war nicht umsonst, ne? Das ist echt Bombe. Hab Platin. Ah, cool. Ja, haben wir. Komm, mach fertig. Wie 20 haben. Hab ich doch. Wie Raumschiff. Deine Mama ist nicht in Reichweite. Wo ist das Raumschiff? Wo ist das fucking Raumschiff? Wo haben wir denn geparkt? Verdammt nochmal. Da. Da ist, guck mal, was da ist. Guck mal. Moment. Die Zeche brennt. Aber mich juckt's gerade. Warte. Bleib mal eben hier einsteigen und dann nochmal eben da abfahren, weil ich habe gerade was gesehen. Was? Ja, geh mal aus dem Weg. Alter, geh aus dem Weg! Mann. Nein. Haben wir direkt eine Quelle hier vor der Tür? Wusste ich gar nicht. Spawnt immer wieder. So. Nein. Muss ich echt vom Raumschiff dann in meinen Anzug übertragen? Ernsthaft? Na, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das jetzt akzeptiert ist, was wir haben.
Was für ein Geräusch? Was ist für ein Geräusch? Ja, ich habe genug im Anzug. Iridium, Karitplatte und Zink. Ich glaube, es ist gerade ein Bug, was wir gerade haben. Karitplatte, brauchen wir 2 Stück wahrscheinlich von, ne, oder? Für den Signalboost für das andere Fahrzeug. Ich schau mal eben. Technologie bauen. 4 Stück, müsst ihr verarschen? Alter, wir brauchen 4 Stück davon. Ernsthaft? Okay, da machen wir mal 4 Stück davon. Wir brauchen Eisen. Wie gut, dass wir so jede Menge Eisenvorrat davon haben. Vor der Tür. Deswegen brauchen wir eigentlich auch keinen Eisencontainer. Weil Eisen gibt jede Menge. So, dürfte eigentlich reichen. So, eine Platte brauchen wir noch. So, was war das noch gewesen? Wir brauchen noch, warte. Iridium und Zink. Iridium haben wir, glaube ich. Boah, dieser Soundbug gerade, ne? Iridium müssen wir im Blauen haben. Frage ist nur, wie viel Iridium brauchen wir? Das dürfte reichen. Jetzt brauchen wir noch Zink. Kann man noch Zink hier irgendwo rumfliegen? Ja, hier ist noch Zink jede Menge. Können wir bauen, sehr schön. Was brauchen wir für den anderen hier? Für die hier? Karitplatte. Mhm. 2 Karitplatten. Können wir gleich mal gucken. Aber erstmal gucken, ob er jetzt damit zufrieden ist, was wir gebaut haben. Einen guten Iceman, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Und Fufi X auch an dich. Willkommen. Hallo. Bo. Und Timbo. 309. Moin, moin. Schön, dass du da bist. Hallöchen. Und willkommen zur Let's Play Live Show. So. Ja, habe ich gebaut. Ist fertiggestellt. Ich will das andere Fahrzeug haben. Das kann nicht sein. Kann ich direkt bauen. Das ist schon mal super. Da kann ich direkt ins Inventar gehen. Ja, kann direkt weitergehen, Kumpel. Wie gut, dass wir so fleißig am Sammeln waren. Ich lese das jetzt nicht alles vor. Was? Beschleunigungsmodul. Nanithaufen. Der Techniker benötigt einen Nanithaufen. Ich kann ihn in meinem Haufen dahinlegen. Um ein Upgrade für das Exo-Fahrzeug-Beschleunigungsmodul anzufertigen. Er legt nahe, dass ich in welchen verlassenen Gebäuden auffinden könnte. Aha, verlassene Gebäude. Das heißt, ich muss mit dem anderen Exo-Fahrzeug... Alter, dieser Soundbug gerade, ne? Der nervt gerade ein bisschen. Geh mal eben ins Exo-Fahrzeug. 9 Follower von... Ja, ja, vielen lieben Dank für den Follower. Das ist sehr lieb. Dankeschön, vielen Dank. So, ab ins Fahrzeug. Scanner an. Oh Gott sei Dank, der Soundbug ist weg. Verlassenes Gebäude. Vorratsdepot. Nee, das ist falsch. Wie war denn das nochmal? Kann ich das hier mit scannen? Oh Gott, ich brauche ein verlassenes Gebäude, wo... Das heißt, ich brauche ein verlassenes Gebäude, wo wir das finden. Oh Gott. Fliegen wir mal dahin. Mal gucken, vielleicht finden wir da was.
Ich war das letzte Mal da, als du unter anderem Bananenbrot GTA gezockt hast, mit Bananenbrot GTA dazu gezockt hast. Ach krass, boah, das ist ja schon ewig her. Boah, Timbo, das ist ja schon ewig und 3 Tage her, meine Güte. Wahnsinn, das war ja letztes Jahr irgendwann. Boah, das ist ja schon ein bisschen was her. Waren wir hier schon? Das ist, glaube ich, das Lager, ne? Das ist ja schon voll lange her. Das ist ja schon voll ewig her. Kannst du mal sehen, wie die Zeit vergeht? Ach komm, wenn wir schon einmal hier sind, ne? Ja, ja, Wächterdrohnen, bla bla bla. Habe ich alle? Ne, hier fehlt noch was. Warte. Wow. So, jetzt aber. Das ist aber echt schon voll lange her, ne? Was? Ne, Ende letztes Jahr auch noch nicht mal. Ich glaube, Mitte letztes Jahr war das, glaube ich. Weil mittlerweile habe ich auch nicht mehr so viel zu tun mit dem Herrn Bananenbrot. Weil jeder so seinen Weg gegangen ist, quasi. Ich brauche ein verlassenes Gebäude. Kann mir jemand helfen? Das ist bestimmt kein verlassenes Gebäude. Das heißt, ich muss jetzt erstmal irgendwas scannen. Irgendwie am besten mit so einem Dings-Tool. Habe ich sowas eigentlich hier? Wo waren das mal? Ist es das hier? Signalbooster? Kann ich den Gebäudetypen deiner Wahl scannen? Ja, hier. Sowas brauche ich. Voll geil. Ich speichere aber eben mal. Meiner Wahl scannen, das ist mal gut. Ich glaube März, ja, überleg mal. März letztes Jahr. Aber letztes Jahr, ne? Wo habe ich das gebaut? Ah, hier. Weißt warum der nicht mehr streamt? Ja, ich weiß warum, weil er eine Freundin hat. Und weil er sich mit anderen Sachen beschäftigt. So, warte mal. Ressourcensammlung, ist es das hier? Ich hoffe. Ich glaube, war auch Chillerkiller dabei. Das kann sein. Chillerkiller ist ja auch schon vor langer nicht mehr hier gewesen. Genau wie die anderen alle. Gibt es da noch irgendwas anderes? Ich scanne mal weiter. Koloniale Außenposten, bewohnbare Basis, wir brauchen ja eine leere Basis. Aber schon ewig her. Operationszentrale entdeckt. Hm, warum nicht? Aber ich brauche irgendwie auch irgendwas mit einer leerstehenden Basis. Ja, bewohnbare Basis ist eh doof. Weil da haben wir ja. Ja, das ist unsere Basis. Schlaues Köpfchen. Ja, nee. Und er hat auch, wie gesagt, kaum Zeit. Er macht irgendwie sein eigenes Ding. Und das ist auch nicht so gut. Er hat immer so Phasen, weißt du, so. Ach, jetzt streame ich mal und ich will auch so streamen. Und tralala und YouTube und so. Und, ja. Unter der Erde ist die Abtronkapsel. Wie lange dauert das? 3 Stunden. Das ist hier unten drunter. Genau hier irgendwo ist die Kapsel. Nee, er wusste seinen Weg auch nicht, sag ich mal so. Oder beziehungsweise er... Ja. Und jetzt hat er wohl irgendwie eine Freundin oder so, soweit ich das mitbekommen habe. Ja, und ja. Muss doch seinen Weg gehen lassen und fertig. Ne? So. Hatte dich durch Bananenbrot entdeckt? Ja, stimmt. Genau. Oh, Emeril. Oh. Ich brauche eine leerstehende Basis. Das brauche ich jetzt. Da soll wohl das Zeug zu finden sein, was ich brauche. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und da ist eine Operationsbasis. Da gehen wir mal hin. Juhu. Ich komme.
Dann wollen wir mal. Also, warte. Geht die scheiß Tür auch mal kaputt da? Scheiße. Und ich habe keine Dings mehr. Aua, lass das. Danke. Huch, der kommt hier rein, Alter. Uah, what the fuck? Kann nicht mehr. So, ja, ja. Bildschirm verschlüsselt. Was wird? Raumstation, andocken. Planet, dann machen wir Gig. Vielleicht? Nein, ist ja falsch. Mist, Mann, bleibt offline. Verdammt. Egal. Kann ich hier nochmal hier so ein Ding bauen? Mir fehlt Eisen, okay. Kriegen wir hin. Mal gucken, nochmal eben was Neues scannen. Vielleicht finden wir ja da irgendwie was. Mal gucken. So. So, habe jetzt YouTube auf Abo gelassen. Oh, das ist voll lieb. Vielen Dank. So, Ressourcensammlung. Wir müssen ja irgendwie das Zeug bekommen in so einer leeren Basis, so wie er sagte. Ja, da fliege ich bestimmt nicht hin, das ist immer real.